Herr Professor Kühn, wir sind hier, oder lieber Thorsten, wir sind hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2022. Und es gab eine ganze Sitzung zur lokoregionären Behandlung von Brustkrebs. Erstens, was bedeutet das überhaupt? Und was gibt's da Neues? Ja, liebe Renate, erstmal ganz herzlichen Dank für die erneute Einladung. Wir treffen uns jedes Jahr hier und ich nehme ja häufig zur lokoregionären Therapie Stellung. Was ist die lokoregionäre Therapie? Wir meinen damit die örtliche Behandlung von Brustkrebs und das beinhaltet sowohl die Operation als auch die Strahlentherapie. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass wir diese lokoregionäre Therapie, also die Operation und Strahlentherapie in vielen Bereichen zurückfahren können. Das ist auch die weitere Tendenz und zu diesem und grundsätzlich kann man vielleicht auch noch sagen, dass in San Antonio zu diesen Fragen immer relativ wenig veröffentlicht wird, auch wenig Neues und auch wenig Practice Changing, also etwas, was wirklich unser tägliches Tun verändert. Dennoch, es gab einige Studien, die interessante Ergebnisse ergeben haben. Es wurde eine Studie aus den USA von Jody Bowie von der Alliance-Studiengruppe vorgestellt beispielsweise. Hier hat man untersucht, ob man bei multifokalen oder multizentrischen Tumoren, das heißt, wenn in der Brust zwei verschiedene Tumoren sind, die in einem größeren Abstand sind, die also nicht zusammenhängen, das ist eine Situation, da wird häufig noch eine Brustamputation durchgeführt. Auch in den AGO-Leitlinien ist das das favorisierte Verfahren. Auch wenn wir dort schon sagen, ja, man kann in Ausnahmefällen auch dann noch brusterhaltend therapieren. Und in dieser Studiengruppe hat man 222 Patienten prospektiv in einer Kohorte dann brusterhaltend operiert und dann nach 5 Jahren geschaut, wie sind die Rückfallraten. Und man hatte als Cut-off gesagt, was ist das Maximale sozusagen, was man akzeptiert, das wären 8% gewesen. Und es war dann so, nach den 5 Jahren hatten nur 3% oder 3,2% einen Rückfall in der Brust, sodass diese Studie erneut bestätigt hat, dass ein Brusterhaltungsverfahren durchaus möglich ist. Aber man muss es sehr sorgfältig auch natürlich mit der Frau besprechen. Man muss eventuell Risikofaktoren natürlich auch ausschließen. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass die Durchführung einer MRT sinnvoll ist, dass die Frauen, die ein MRT hatten, weniger Rezidive hatten, einfach weil man sehr, sehr genau auch schaut, ob wirklich das die einzigen Tumorherde sind. Also in individuellen Fällen sicherlich auch ein brusterhaltendes Verfahren in dieser Situation möglich. Eine zweite Studie vielleicht nochmal, die nicht neue Daten geliefert hat, aber bestätigt hat. Wir wissen aus einer großen Studie, die im vergangenen Jahr von einer schwedischen Arbeitsgruppe publiziert worden ist, dass für das Langzeit-Outcome Patienten, die eine brusterhaltende Therapie erhalten, häufig sogar ein besseres Überleben haben als eine Brustamputation. Das ist deshalb so wichtig, diese Studienergebnisse, weil wir alle wissen, dass viele Frauen im ersten Moment, wenn sie mit der Erkrankung konfrontiert sind, das kennen wir alle, sagen, Herr Doktor, bitte nehmen Sie die Brust ab, am liebsten noch die andere Seite und dann fühle ich mich sicher. Und dann müssen wir erstmal überzeugen, sagen, nein, davon hängt die Prognose nicht ab. Und wir haben jetzt, und das ist schön, wir haben Daten, die belegen, dass es tatsächlich so ist. Und es wurde jetzt noch eine Meta-Analyse vorgestellt, also eine Zusammenfassung von größeren Studien, die genau in die gleiche Richtung gehen. Jetzt sind diese retrospektiven Analysen immer so ein bisschen Statistik hinterfragt, aber interessant war, dass in der Conclusion dieser Präsentation genau die Formulierung gewählt wurde, die wir auch in der AGO haben, dass wir nämlich sagen, eine Brusterhaltetherapie ist mindestens so gut wie eine Brustamputation, möglicherweise besser. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Frauen das wissen, dass man ohne Risiko die Brust erhalten kann. Ganz bestimmt auch. Ich kann das nur bestätigen, dass das eine sehr häufige Diskussion mit Patientinnen ist, die mit der Frage zu uns kommen. Und es ist natürlich schön, wenn man ihnen da eine Sicherheit geben kann. Was wird denn sonst so diskutiert? Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz zu den Studien nochmal, weil ein bisschen mehr war dann doch noch, Entschuldigung, weil das muss ich ja doch loswerden, weil wir dann auch zur Lymphknotenproblematik noch eine der ersten Studien gesehen haben, die untersucht haben bei Frauen, die primär mit
klinisch auffälligen Lymphknoten kommen, dann eine Chemotherapie bekommen und bei denen dann der Lymphknotenstatus klinisch negativ wird. Also der Lymphknoten lässt sich nicht mehr tasten oder im Ultraschall nachweisen. In dieser Gruppe hatte damals die Sentinel-Studie gezeigt, dass die alleinige Sentinel-Node-Biopsie eine erhöhte Falsch-Negativ-Rate hat, sodass wir die nicht anwenden können, sodass für viele Jahre die klassische komplette Ausräumung aller Lymphknoten Standard war, auch bis heute noch Standard ist und auch in der heutigen Leitlinie in Deutschland und international durchaus ein empfohlenes Verfahren ist. Es hat sich dann eine Verbesserung dieser Technik gezeigt in den Jahren, indem man diesen befallenen Lymphknoten markiert mit einem Clip oder auch es gibt modernere Techniken, dort irgendein Device einzulegen, sodass man dann nach der Chemotherapie, wenn man den Lymphknoten nicht mehr sieht oder nicht mehr tasten kann, man ihn trotzdem an diesem Clip dann eben identifizieren kann und diesen Lymphknoten mit dem Sentinel Node entfernt. Das nennt man dann Targeted Axillary Dissection. Wir hatten zu diesem Verfahren, wie auch der Sentinel Node Biopsie alleine eigentlich, dort hatten wir nur Falsch-Negativ-Raten, wir hatten keine Daten zum Outcome in Bezug auf Rezidive. Und hier gab es eine Studie in Kooperation mit dem OBBC, das ist das Oncoplastic Breast Consortium, und unserer U-Breast Gruppe, deshalb muss ich das natürlich auch erwähnen, bei der wir eine ganz große Kohorte von über 1000 Patientinnen untersucht haben, aber retrospektiv. Es hat sich hier gezeigt, dass nach 3 Jahren die Rückfallrate in der Axilla bei 1% lag, also absolut niedrig, sodass wir zumindest eine Sache schon sagen können. Wir können in jedem Fall sagen, die komplette Axilla-Dissektion ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Übertherapie. Wir können in jedem Falle bei diesen Frauen weniger radikal operieren, das ist sicher. Aber welches Verfahren genau durchgeführt werden muss, bis zu welchem Befall von Lymphknoten, können wir auch bei Patienten, die einen hohen Nodalbefall haben, dieses Verfahren durchführen. Da brauchen wir sicherlich neuere Daten. Und deshalb haben wir ja auch über die Albrecht-Studiengruppe, die AXANA-Studie, fast alle deutschen Studienzentren nehmen daran teil, eine prospektive Studie, in der wir genau alle Fragen untersuchen, auch was ist der beste Marker. Und wir konnten jetzt in gut 2 Jahren über 3000 Patienten rekrutieren. Ich glaube, das ist für so eine Studie gut, aber geht nur, wenn man sehr intensiv auch international kooperiert. Wir haben 23 teilnehmende Länder und 260 Studienzentren weltweit. Und ich glaube, dass durch diese sehr, sehr gute internationale Kooperation wir auch in kurzer Zeit dann die Daten liefern können, um auch die Reduktion der operativen Radikalität dann auf solide Füße zu stellen und auch Markierungstechniken zu wählen, die auch für die Patienten angenehm sind. Die Drahtmarkierung beispielsweise ist ja doch immer mit einer Belastung versehen. Es gibt moderne Techniken, von denen wir glauben, dass sie einfach schonender auch für die Patientin ist. Ich meine, gerade so für die Vernetzung im operativen Bereich tust du ja auch sehr viel. Also mit der U-Breast-Gruppe. Ja, muss ich jetzt einfach mal reden. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Nein, ich glaube aus der Beobachtung heraus, dass wir im operativen Bereich häufig Therapieerneuerungen aufgrund von Glauben gemacht haben, ohne sichere Daten zu haben. Und dass wir in der Vergangenheit sehr viele Studien hatten, die alle auf nationaler Ebene organisiert worden sind, ein nationales Funding nur hatten und deshalb sehr langsam rekrutiert haben. Die großen Studien des vergangenen Jahrzehnts haben alle ihr Rekrutierungsziel nicht erreicht, sind bei der Hälfte des Rekrutierungszieles stehen geblieben. Und das beeinträchtigt natürlich die statistische Aussagekraft, sodass wir dann Veränderungen wie beispielsweise Verzicht auf die Axilla-Dissektion bei wenig befallenen Lymphknoten, das haben wir am Ende aus einer Bauchentscheidung getroffen. Die Daten waren nicht gut. Und deshalb haben wir uns 2017 im Rahmen der St. Gallen Breast Cancer Conference unter einigen wissenschaftlich aktiven Brustchirurgen zusammengetan und haben gesagt, wir müssen das irgendwie besser machen, wir müssen das international machen. Daraus entstand dann, das war ein bisschen wie in der Garage bei der Apple-Gründung, aber am Ende entstand daraus Albrecht, das mittlerweile ist da. Wird ja dann sehr erfolgreich. Ich glaube, es ist eine sehr erfolgreiche Sache. Wir wollten im Übrigen nicht nur Forschung verbessern, das ist uns, glaube ich, mit diesen riesigen Studien durchaus schon gelungen, aber wir wollten vor allen Dingen auch Menschen und auch in diesem Fall Chirurgen zusammenführen. Das war auch noch so eine politische
Aufgabe, die wir uns gestellt haben, dass wir mehr Verständnis miteinander bekommen. Und das ist hervorragend geglückt, weil es ist jetzt fast so etwas wie ein Freundeskreis entstanden, die wirklich sehr effektiv zusammenarbeiten. Und das äußert sich dann in guten Studien und in schnelleren, besseren Ergebnissen. Apropos, gibt es denn irgendwelche interessanten laufenden Studien? Nun, ich denke, die AXANA-Studie haben wir natürlich schon erwähnt, das ist sicherlich eine der ganz großen Studienprojekte. Wir haben aber auch über die Albrecht-Studiengruppe eine zweite sehr interessante und wichtige Studie laufen, das ist die Albrecht-1-Studie, die geleitet wird von Professor Reimer aus Rostock und dem Professor Gentilini aus Mailand, also auch hier ein internationales Kooperationsprojekt. Dabei geht es darum, dass wir bei Frauen, die einen HER2-positiven oder ein triple-negatives Mammakarzinom haben, wenn die auf eine Chemotherapie mit einer kompletten Remission in der Brust reagieren, das heißt, man operiert das ehemalige Tumorbett und findet keinen Tumor mehr, dann gibt es Daten, dass bei diesen Frauen die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch einen Lymphknotenbefall haben, gegen null geht. Das, die Rate liegt ungefähr bei 1%. Und daraus ist natürlich die Hypothese entstanden, müssen wir denn dann überhaupt noch eine Wächterlymphknotenentfernung machen? Weil wir wissen ja auch, dass selbst diese kleine Operation durchaus auch Probleme machen kann, Beschwerden. In der Regel macht die Operation, auch wenn sie klein ist und nur ein und zwei Lymphknoten entfernt, mehr Beschwerden als die alleinige Operation an der Brust. Insofern auch eine wichtige Studie, die aktuell rekrutiert, jetzt auch in 7 Ländern, also nicht mehr national, sondern in 7 Ländern. Und wir erwarten die Ergebnisse das Ende der Rekrutierung nächstes Jahr und dann in 1-2 Jahren dann auch die endgültigen Ergebnisse. Und vielleicht noch eine Studie, die mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich ja auch gerne Brustrekonstruktionen mache und auch alle Brustchirurgen Deutschland und weltweit sich mit der Onkoplastik und der Wiederherstellung der Brust beschäftigen. Und da ist ein großes Problem, dass wir häufig gerade bei der Verwendung von Implantaten ein sogenanntes Serum, und ein Serum ist eine Wundwasserbildung. Das heißt, wenige Tage nach der Operation schwillt die rekonstruierte Brust an und das ist eine Wasseransammlung. Nun kann man die punktieren und trainieren, aber das Ganze geht auch mit einer erhöhten Rate von Infektionen und letztendlich auch mit Implantatverlust einher beispielsweise. Und das sind immer ziemlich belastende Situationen. Wir wissen relativ wenig, warum diese Serome entstehen. Und dieser Frage hat sich die Frau Professor Ditsch aus Augsburg angenommen und ein hervorragendes Studienprojekt entworfen. Dabei geht es darum, dass man die Biologie dieser Erkrankung, möchte ich sagen, versteht, indem man auch dieses Material jetzt auf biologische Faktoren untersucht, um einfach mal herauszubekommen, wieso kommt es denn einfach und bei welchen Patienten besonders zu dieser Wundwasserbildung, die dann zu einer erhöhten Komplikationsrate natürlich führt. Das ist die SERMA-Studie aus Augsburg, geleitet von der Frau Professor Ditsch. Vielen herzlichen Dank. Gerne.